Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Lucky's Tale. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ja, im letzten Part haben wir den Golem im Hintergrund, der da gerade guckt, zum Leben erweckt, indem wir alle drei Köpfe der kleinen süßen Steinfiguren, vielleicht sind das auch kleine Golems, keine Ahnung, gefunden haben und zurückgebracht haben zu den Körpern. Und wir gehen jetzt nochmal ins Minigame. Das haben wir ja beim letzten Mal noch nicht gemacht. Oh nein. Cool. Hat funktioniert. Haben wir geschafft. Auf Zeit. Ich mag Sachen auf Zeit nicht. Und ich gehe davon aus, dass das noch öfters kommen wird. Sehr schön. Cool. Da haben wir ein weiteres Kleeblatt erhalten. Richtig schön. Gut. Oh! Ich wusste nicht, dass die noch hier ist. Das haben wir ja alles hier gemacht. Ich geh noch mal eben gucken, aber hier war ja eigentlich nichts mehr. Oh ne, da sind wir jetzt rausgekommen, ne? Ich glaube, wir haben alles. Wenn ich mal Sachen nicht finde, weil das Spiel ist ja auch blind, dann ist es so. Und noch ein Kleeblatt, sehr schön. Cool. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Jetzt geht wahrscheinlich die andere Tür auf, oder? 4 von 99 und ganz viele Münzen. Oh Gott, und da erscheinen ganz viele Sachen und neue Wege offenbaren sich uns. Ach, hier sieht man auch die Kleeblätter, welche man schon ergattert hat. Wir hatten jetzt alle Kleeblätter, glaube ich, ne? Ah, okay. Glocken zu schlagen macht Spaß. Hau mal ordentlich drauf. Mach ich. Bin ich schon fleißig bei. Sei gegrüßt, Lucky. Die sind voll niedlich. Was ist das? X. Damit gucken wir uns, glaube ich, nur die Landschaft an. Hier war doch noch irgendwas. Was hier? Mit den Münzen? Ach, hier kommen dann die ganzen Münzen nochmal neu. Okay. Aber hat sich nicht irgendwo noch was offenbart eben? Oder war das im Level? Dass da einfach Münzen erschienen sind. Da brauchen wir ja jetzt erstmal nicht rein. Und da hinten sitzen die beiden auch am Lagerfeuer, voll niedlich. Oh nee, ich glaube, das ist erschienen, oder? Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen dann ins nächste Level hinein. Wie heißt das? Golem-Gerenne? Was? Wir sind so froh, dass du hier bist, Lucky. Ich habe nur Gutes gehört. Wenn du nur halb so ein guter Hüter wie deiner Schwester bist, sind wir in guten Händen. Ja, ich gebe mein Bestes. Schauen wir mal in das nächste Level hinein. Golem-Gerenne. Ich bin gespannt. Ach du Schande. Ich trainiere hier zwischen den Malwerken und Stacheldingern, weil Miao Shu vorschreibt, dem Todstich ins Auge zu blicken. Das ist eine gute Übung, Prüfung, wie auch immer, für dich. Finde deinen Weg, Schüler. Bis dahin verschwinde ich. Ich finde das voll niedlich, wenn er verschwindet und dann immer Miau sagt. So süß. Komme ich da hoch? Ah. Gut zu wissen.
was bringt das momentan? Noch gar nichts, oder? Okay. Vielleicht muss ich hier erst später hin. Oh! Oh, wie gemein! Hier ist eine kleine Fledermaus, niedlich. Da passiert doch gleich irgendwas, oder? Nee? Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass der Topf umkippt. Piepmätze. Oh. Weg ist er. Oh Gott, das ist ein Geheimgang hier. Hier ist das U. Voll niedlich, die Raupen auch. Die verfolgen uns. Oh Mann, die Armen. Die waren eigentlich ganz putzig, oder? Auch die kleinen Fledermäuse für süß. Ich weiß gerade nicht genau. Ach, das ist ein Speicherpunkt. Das sehe ich jetzt erst. Ah, okay. Das ist ja süß gemacht. Okay. Aber das L muss noch irgendwo sein, ne? Jetzt gehe ich hier einfach weiter. Das muss bestimmt irgendwo am Anfang sein. Ich versuche das noch mal eben zu finden. Hier war es ja jetzt nicht. Der ist der Popcorn. Das ist bestimmt hier irgendwo. Was soll ich da machen? Hier ist bestimmt irgendwas, aber ich weiß nicht was. Falle ich bestimmt runter, oder? Ich wollte da unter mal gucken. Aber irgendwie traue ich mich gerade nicht. Hm. Kann ich nichts mit anfangen, weiß ich nicht. Dann laufe ich erstmal weiter, dann ist es so. Wie gesagt, ist ja auch blind. Huch! Das hat mir wehgetan. Laufen wir jetzt erstmal weiter, dann haben wir das L erstmal nicht. Nein, da sind wieder die Raupen. Ah, okay. So kriege ich die runter. Okay. Dann versuche ich das bei den anderen auch gleich mal. Die ich da eben hatte. Oh, das ist fies. Ah, das schaffe ich nicht.
Oh doch, ich schaffe es. Oder auch nicht. Oh Mist. Ich bin ja noch runtergefallen. Schade. Oh, auf Zeit ist das gar nicht so einfach. Ich mag Sachen auf Zeit nicht. Gut. Ich gehe jetzt doch nochmal zurück. Vielleicht klappt das mit diesen anderen Dingern da auch. Mit den anderen Säulen. Ich will das gerne nochmal ausprobieren. Ob wir das da jetzt auch hinkriegen. Da schauen wir jetzt mal. Wie ging das denn jetzt? Das geht hier nicht, oder? Ah, doch. Sehr schön. Man muss den linken anvisieren. Alles klar. Gut, dann haben wir das L doch noch bekommen. Sehr schön. Cool. Ja, du isst mal weiter dein Popcorn da. Du kannst mir eigentlich mal was abgeben. Puh. So. Okay, die haben wir schon mal. Oh, wollen wir es noch mal probieren? Ah, eigentlich ja, ne? Wir machen es nochmal. Oh, ich mag das ja eigentlich wirklich gar nicht auf Zeit, aber was soll's. Ach Mist. Oh, die sind weg. Ja. Schade. Schade, schade, haben wir nicht geschafft. Aber dann belasse ich es auch dabei. Ich denke mal, es wäre wie so nur ein Kleeblatt gewesen. Die machen aus. Ui. Okay. Er ist schon wieder weg. Okay. Und dann da ist schon wieder so eine Plattform mit Stacheln. Das lassen wir lieber mal. So. Das Level ist schon ein bisschen anspruchsvoller als das andere. Oh. Jetzt drehen sie alle um. Oh, da musste man schnell sein. Ach du Schande. Ach du Schande. Ah, ich bin gestorben. Mist, 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 Mist. Die blöde Biene war da wieder. Ja.
Okay. Oh nein, die sind hier auch überall. Jetzt bin ich hier oben. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Oh, wie gemein. Und das K habe ich noch irgendwo übersehen. Das gab es vielleicht bei den Münzen. Eventuell. Weiß ich natürlich jetzt nicht, aber... Ach, wie gemein. Ah, diese blöden Platten. Das wäre schon ein bisschen schwieriger. Oh, nur noch 4 Leben. Bekommt man eigentlich neue Level-Ups? Okay, schnell da rein. Ach Mist. So, schnell wieder da rein. Und dann geht's auch gleich hier oben wieder. Und da ist ein Kleeblatt. Sehr schön. Oh, gar nicht so einfach. Puh, das Level hatte es in sich, aber finde ich cool. Genau, wir kriegen immer mal wieder auch ein paar Erfolge unten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es gar nicht gerade. Ist auch ein neues Aufnahmeprogramm, wie gesagt. Ich musste das leider mit einem anderen Aufnahmeprogramm aufnehmen. Da das mein altes Aufnahmeprogramm leider nicht aufgenommen hat, mit dem ich sonst aufnehme. Von daher, ja, musste ich da ein bisschen... umdenken und ein anderes benutzen. Ein Programm, das auch diese Spiele hier aufnimmt. Ja, wir haben 2 Kleeblätter gefunden von 4. Hm, ist doch gar nicht so schlecht. Genau. Ich gehe mal eben gucken, wo das nächste Level ist. Wir hatten hier auch gerade bei dem Lagerfeuer nochmal so ein Minigame, wo man auch ein Kleeblatt herbekommt. Und jetzt haben wir auch das nächste Level. Wo war denn das jetzt? Ah, hier nicht. Brauche ich mir auch nur das? Genau, und das ist das nächste Level. Lord Funkes Reich. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Und ich hoffe, dir hat das Level wieder gefallen. Beziehungsweise die Folge wieder gefallen. Auch wenn wir gestorben sind und erstmal gucken mussten, wo es weitergeht. Aber so ist das halt, wenn man ein Spiel blind spielt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Level. Bin gespannt, was uns da erwartet. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Part wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über dich freuen. Bis dann, deine Inori Epi.